Wir stehen hier in Saint-Martin de Castillon, besser gesagt auf dem höchsten Punkt des Ortes hinter uns, die ehemalige Kommanderie oder Komturei des Templerordens. Heute ist es ein Kulturzentrum. Zwischenzeitlich war es eine Priorei oder eine Abtei für die Büßerschaft der weißen Büßer während der Renaissance. Während des 16. Jahrhunderts war das eine religiöse Gemeinschaft, die hier für den Erhalt des Katholizismus eintrat. Denn der Süden Frankreichs war ja immer sehr den Ketzereien zugeneigt im ausgehenden Mittelalter und der Neuzeit, zur Zeit von Katharina de' Medici und ihren Söhnen, war es halt das Hugenottentum, also die Reformation, die eher Einzug hielt als im Rest Frankreichs. Und deswegen gab es natürlich auch die Gegenreformation, die weißen Büßer gehörten dazu. Möglicherweise ist durch diese Bruderschaft der Büßer auch eine Legende aus dem Mittelalter befeuert worden, nämlich dass sich hier in Saint-Martin auch der Schatz der Templer befunden hätte. Das ist natürlich eine eigene Geschichte. Den Schatz der Templer hat es wahrscheinlich so nicht gegeben. Vielleicht die Ordensarchive, vielleicht das Vermögen des Tempels in Paris. Aber jede Ordenskomturei und jede Präzeptorei, vor allem jede Gebietsverwaltung und des Saint-Martin de Castillon soll dazugehört haben, hat eine eigene, ja, man kann sagen, ein eigenes Vermögen, eine eigene Schatzkammer besessen. Und nach der Auflösung des Ordens ist ein Großteil dieses Vermögens den Herrschern des französischen Königs eben nicht in die Hände gefallen, auch hier nicht. Und die Legende besagt, ein Templer würde diesen Schatz bis heute bewachen, der in den Bergen hier um Saint-Martin de Castillon verborgen sein soll. Es heißt sogar, Anfang des 20. Jahrhunderts hätte es noch Leute gegeben, die wüssten, wo sich dieser einsame Templerbruder verschanzt habe. Aber möglicherweise war das auch nur ein Widerhall dieser weißen Bußbrüderschaft aus der Renaissance.